Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und Colin Farrell ist einer dieser Schauspieler, bei dessen Film man, wenn man sie das erste Mal sieht, nie so richtig weiß, was erwartet einen jetzt, Qualität oder eben nicht Qualität. So gibt er sich manchmal für Blockbuster her, die ein wenig zu schade sind für sein eigentliches Talent, wie zuletzt dem Remake von Total Recall oder Filmen wie SWAT, aber dann gibt es auch wieder Streifen, wo er zeigt, was er kann, und damit meine ich Filme wie Brügge sehen und sterben oder zuletzt Sieben Psychos oder auch Kill the Boss, und deswegen habe ich mich sehr auf seinen neuen Film gefreut, der zwar erst am 4. April startet, ich habe ihn aber vorab gesehen und damit geht es heute um Dead Man Down. Dead Man Down ist aus dem Jahr 2012, geht 110 Minuten und Colin Farrell spielt hier Victor, der beste Mann einer Organisation in New York ist, genauer gesagt einer Untergrundorganisation, und zu Deutsch heißt das, er ist Profikiller bei der Mafia. Und so muss Victor einige Aufträge erledigen und das macht er immer sauber, schnell und ordentlich und rettet dabei sogar seinem Chef das Leben und ist damit einer der Ranghöchsten in seiner Organisation, bis aber eines Tages eine Nachbarin, die vor kurzem erst zugezogen ist, und zwischen den beiden entwickelt sich eigentlich so eine Art kleine Liebelei, ihm offeriert, dass sie gesehen hat, wie er jemanden ermordet hat und damit ein Druckmittel gegen ihn hat und selbst einen Auftrag an ihn richtet. Klingt so ein bisschen nach Leon, der Profi in kleinen Zügen, Mann, Frau, Profikiller und ein Mädchen, das irgendwie jemanden getötet haben will. Soweit erzählt es uns zumindest der Trailer. Ist Dead Man Down ein Streifen, der viel mehr ist, als uns der Trailer verrät? Weil wenn man diesen sieht, denkt man, das Ganze ist irgendwie ein Actionfilm und ich gehe rein und ich sehe eine Menge Rumgeballer und ich sehe eine Menge Hetzjagd, aber so ist es gar nicht. Nach einer anfänglichen Szene, die sehr geil umgesetzt in Dead Man Down mit einer extrem hervorgehobenen Filmmusik letztendlich, nimmt der Film ganz viel Tempo raus und hat ganz viele leise und langsame Töne und erinnert, was den Rhythmus und die Abwechslung dieser Tempi letztendlich angeht, so ein wenig an Drive, wo man auch knallharte Action gepaart mit ganz viel Ruhe hat, und das macht Dead Man Down richtig klasse und nicht nur zu einem Actionfilm, sondern zu einem viel besseren Film, der genreübergreifend funktioniert und vielleicht am meisten ein Action-Thriller letztendlich sein will, und Colin Farrell spielt hier großartig zusammen mit Naomi Rapace. Wer Naomi Rapace nicht kennt, die hatten wir zuletzt in Prometheus, aber ist vor allem bekannt als Lisbeth Salander aus der Original-Millennium-Trilogie aus Skandinavien. Und die beiden zusammen sind ein klasse Pärchen. Die haben ganz viele stille Momente, in denen letztendlich das Leben widerspiegeln und ganz viele kleine magische Momente erzeugen. Und da hat mich Dead Man Down auf ganzer Linie überrascht. Und das sei auch noch mal besonders erwähnt hier für alle, die vielleicht überlegen, sich diesen Film anzusehen. Das ist kein purer Actionfilm, Freunde. Der hat viel mehr und das sollte man auch wissen. Und das ist das Problem. Das löst ganz viel Irritation nachher beim Publikum aus. Die letztendlich reingehen, dachten, sie gucken Action und denken dann, okay, was passiert denn hier? Denn der Film ist mit seinen 110 Minuten auch gefühlt, hat er seine Längen so locker 10, 15 Minuten vielleicht zu lang. Aber, und für alle, die normalerweise sonst einen Thriller sehen wollen, würden niemals in den Film reingehen und verpassen dann was. Also Freunde, mehr Thriller als Action an der Stelle. Und wenn man das weiß, kann man Dead Man Down richtig genießen. Und wer die Möglichkeit hat, sollte den Film original gucken, denn dann kommt das mal wieder das richtige Feeling natürlich rüber. Okay, Freunde, ich gebe diesem Film als Action-Thriller-Klasse 8 von 10 möglichen Punkten und insgesamt sehenswerte 7 von 10 möglichen Punkten. Was sagt ihr zum Trailer? Habt ihr Lust darauf? Und hättet ihr euch vorstellen können, dass Naomi Rapace und Colin Farrell zusammen funktionieren? Irgendwie war das interessante und absolut ungeahnte Paarung. Okay, Freunde, das war's von mir für heute. Morgen um 15 Uhr gibt es natürlich spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.